herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Heute mal wieder ein Fahrzeug. Na, erkennt man, was das für ein Auto ist? Ich verrate euch. Es soll ein Mercedes-Benz 190e Evolution 2 sein. So sieht der Sportflitzer aus. Also ich finde ihn eigentlich ganz, ganz schick. Hinten mit dem Heckspoiler. So wie es halt früher war, gerade beim Evolution. Ein paar technische Daten mal zu dem Fahrzeug. Ich hatte mal nachgeschaut. Also bei AliExpress habe ich den Wagen gekauft. Kostet roundabout so zwischen 12 und 20 Euro, je nachdem wie der gerade im Angebot ist. Hat 329 Teile. Und wollen wir einmal kurz die Maße nehmen von dem Fahrzeug. Und wir haben so knapp 17 cm. Breite, also mit Spiegel natürlich, knappe 8 cm und eine Höhe von 5,2 cm. Ein bisschen zur Geschichte von dem Auto. Der Mercedes 190 generell, also dieses Standardauto, der sogenannte Baby Benz, wurde damals seit 1982 im Dezember präsentiert und wurde dann schleppenderweise verkauft. Hatte damals die Werksbezeichnung gehabt, bei Mercedes internen Code W201. Und aber dieses besondere der Modell wurde 1990 produziert und noch gar nicht so viele. Also es gibt nur 1000 Autos von dem. Und der hatte damals schon sage und stolze 235 PS. Und hatte schon so eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 280 km/h, hatte ich gelesen. Wenn man heute so ein Auto kaufen würde, dann kostet der so roundabout, wenn man wirklich einen unverbastelten Wagen finden würde, liegt er so bei 200.000 Euro. Muss man sagen, eine sehr gute Wertanlage gewesen damals. Also damals hat das Auto schon, also ich werde es nicht glauben, also 115.259 D-Mark gekostet. Also 115.000 D-Mark, also 1990 schon. Und wenn man mal überlegt, den gab es auch mit Klimaanlage, da hat man sogar 119.000 Euro D-Mark bezahlt. Also wir haben 4.000 Mark mehr bezahlt, nur damit er eine Klimaanlage hatte. Also echt Wahnsinn. Aber es war natürlich auch echt ein Rennsimmel. Ich sag mal so, im ersten Gang, da fuhr er bis zu 60 km/h. Und im fünften hatte man frühestens bei 200, hat man da den fünften Gang geschaltet. Ja, hier vorne ist eben ein Kühlergrill. Ja, das ist so gebaut. Die fallen immer nur so, fallen die immer nach vorne, aber das geht nicht anders von der Bauweise her. Als ich mir die Anleitung zuerst angesehen habe, dachte ich auch so, uiuiuiui, alles sehr schwarz gehalten, sehr dunkel alles, aber das ging. Auch die Klemmkraft ist in Ordnung. Denkt dran, das sind keine Legosteine, das sind Klemmbausteine. Klemmkraft ist okay. Gibt bessere Klemmkraft natürlich, also der dänische Hersteller zum Beispiel hat eine deutlich bessere Klemmkraft als dieses Modell, aber das ist alles in Ordnung. Alles super und ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Wagen findet. Also ich finde witzig. Echt gut gebaut. So sieht er von unten aus. Kleiner Auspuff da hinten. Ich werde es nochmal verlinken, falls ihr den Wagen auch kaufen wollt. Ich werde es unten in den Kommentaren reinschreiben, den Link von dem Auto. Und dann könnt ihr euch den ja bestellen, wenn ihr Lust habt. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein weiteres Video von uns ansehen werdet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.